Ein Statusmann ist ein wettbewerbsfähiger Mann. Ein Mann also, der sich nicht alles bieten lässt und ja, der in der Hierarchieleiter so weit wie möglich nach oben will. Aggressiv zu sein ist eine gute Eigenschaft, eine schutzbietende Eigenschaft. Und nein, es hat nichts damit zu tun, grundlos zum Mittel der Gewalt zu greifen oder ohne Anlass die Ehre eines anderen anzugreifen. Grundlose Aggression ist ein Zeichen von Hyperemotionalität und diese ist ein Zeichen für niedrige Testosteronwerte, tausendfach in Studien und auch in meinen Videos belegt. Es geht hier also mehr um die Kapazität, also die Fähigkeit, dass du gefährlich sein kannst, wenn es drauf ankommt. Ein klarer Schutz- und Sicherheitsfaktor für die Frau selbst und auch für potenzielle Nachkommen. Frauen haben es primär auf den höherwertigen Samen von bösen Jungs abgesehen. Anziehung, Partnerwahl und Reproduktion, die fußen ja in erheblichem Maße auf die zeitlosen Regeln der Evolutionsbiologie. Und Frauen müssen nun mal das tun, was den Fortbestand des Lebens sichert. Das klingt sicher für viele extrem unbequem und verdächtig. Man kann es aber nicht ändern, dass Frauen ihren möglichen Nachkommen als einen eingebauten Auftrag sozusagen ein gesichertes Heranwachsen garantieren wollen. Laut der Psychologin Dr. Madeleine Fougère und zahlloser anderer Forscher zeigen Untersuchungen regelmäßig, dass sich Frauen besonders während ihres Zyklus, also dann, wenn sie am fruchtbarsten sind, signifikant mehr zu maskulinen Männern hingezogen fühlen. Männer mit sehr maskulinen Zügen haben wahrscheinlich bessere Gene und können daher auf unbewusster evolutionärer Ebene attraktiver sein, meint sie. Also mir muss sie das nicht erklären, denn das ist eigentlich glasklar logisch und nachvollziehbar.